Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im LS22 Challenge Projekt. Mit dabei haben wir die volle Besetzung heute. Andi, Patti und Schweizer, der ist schon gemutet. Hallo. Hola. Ach, hallo. Da ist er ja. Am Dienstag. Ja, das musst du dazu sagen, ich vergesse immer. So, es gibt so viel. Also wir haben wieder sehr viel geplant. Dazu können wir natürlich euch nichts sagen, logisch. Aber mal gucken, was wir die Woche schaffen. Wir sind jetzt wieder vollzählig. Der Schweizer ist wieder anwesend. Das heißt, passend dazu haben wir ja letzte Woche noch einen weiteren Schlepperinski gekauft. Kommst du voran? Ja. Okay. Wir haben hier eine Heumission, ne? Falls da Leute jetzt gleich wieder sagen, oh, das ist eine Heumission. Ja, es ist eine Heumission. Aber wir haben noch Heuballen am Hof liegen. Deswegen werden wir die dafür verwenden und werden da direkt gleich Silage draus machen. So. Schreibt mal einer Zeit in Chat, bitte. Und ja, vielleicht wollen sie noch ein bisschen warten, weil wenn wir jetzt durchgehend bis 3 ballern, dann sind wir wieder zu schnell. Zu spät. Ja, gut. Ich hab's versucht. Ich hab's einfach versucht. Aber Paul denkt mit, der schaltet auf 2. Ist gut. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig jetzt mit dem Z da vorne dran, aber ist egal. Lassen wir jetzt einfach mal dran. Das läuft schon. So, Männer, wie geht's euch? Alle wieder gesund? Bei mir war immer tipptopp. Bei mir auch. Ich bin negativ wieder. Der Leute. 2 Wochen, Patti. 2 Wochen hat es gedauert. Die Seuche will ich aber auch haben, ne? Oh, ja, aber die wollte mich richtig. Meine Güte, 2 Wochen positiv. Wie geht das denn? Naja. Aber der Schweizer ist ein bisschen angekränkelt, oder nicht? Bisschen ist gut. Oh. er hat so viel draußen gespielt. Vielleicht direkt in die Wunde. Kann ich mein... Oh, ich müsste mein Lenkrad neu starten. Kann ich das während der Aufnahme machen? Moment. Was hast du denn? Ein richtiges oder ein Testlenkrad? Ich versuche gerade keine Geräusche von sich zu geben. Mhm. Ha, hat funktioniert. Ich liebe das. Mein Testlenkrad habe ich da. Und? Zufrieden? Bis jetzt sehr. Okay. Bis jetzt sehr, muss ich wirklich sagen. Und das ist Geile, ja, ja. Und das Geile ist tatsächlich, ich bin der Meinung, vielleicht wurde es aber auch seitens. Ja, seitens Giants gefixt. Also, wenn ich das Lenkrad früher. Kommt hier ohne Schneidwerkswagen. Oh. Wenn ich früher das Lenkrad getrennt habe und dann wieder angestöpselt habe, dann muss ich den LS neu starten, damit mein Lenkrad funktioniert. Mittlerweile kannst du es also komplett während der Session machen, ohne Probleme. Oh ja. Das ist ja das, was Boxe auf der Gamescom getestet hat, oder? Ja genau, das Hori-Lenkrad. Mit dem großen Joystick und so. Das Hori-Lenkrad, das ist schon ziemlich gut. Ich muss den Zetter, glaube ich, doch gleich abstellen. Da ist ein bisschen viel Gewicht vorne drin. So, ich bin ja wirklich gespannt, wie das nach den 5 Folgen für uns aussieht. Wir haben einen straffen Plan. Mal gucken, ob das so ankommt, wie wir das vorbesprochen und berechnet haben. Kann ich Team Gelb wegpflastern? Ohne. Also ich habe von Team Gelb tatsächlich. Vielleicht irre ich mich. Nee, ich glaube es sogar beide Teams, glaube ich, haben diese Woche eine Kampfansage rausgehauen, dass sie alles wegschalten werden. Ja. Ich hab sie vielleicht auch ein bisschen angestachelt. Also ich bin da komplett unschuldig, weil ich versuche jede Konfrontation zu vermeiden. Ich hab Paul schon das erste Mal gepackt. Aber ich sage auch so, ich habe gar kein schlechtes Gewissen, wenn ich im Darkest Video gesehen habe, wie unser Mähwerk absichtlich wegrammelt und extra noch ein Stück nach links zieht, damit es ja mitnimmt, weißt du? Ja. Da tut der Mann mir einfach nicht leid. Keine Rücksicht auf Verluste. Nee, absolut nicht. So, wie ist denn gerade der Plan? Der Schweizer ist hier am Schwaden, ich bin gerade am Pressen. Patti wird... Was macht Patti? Ich bin gerade am Hof, hab gerade mein JCB getankt. Jetzt gucke ich wegen neuen Aufgaben, weil momentan ist nichts.
Pressen? Ist Werner dran. Achso, wollte nicht eigentlich Schweizer Bäumchen machen? Ja, eigentlich ja. Wir machen Partybäumchen. Das ist eine gute Idee. Ist. Ja. Eher nicht. Ja, ihr müsst euch nur unterhalten. Ihr könnt auch Schweizer und Party tauschen. Bahnen entlangfahren, das müsste jeder können, glaube ich. Müsste! Also, müsste! Dieses abfällige Lachen. Hab gesagt, müsste. Ali? Keiner? Nicht nett von dir. Aber es ist jetzt, glaube ich, schon fertig geschwartet. Ja, dann. Die Silage-Mission kann man abgeben. Ja, die andere noch nicht, bitte. Die 26? Ja. 105 bist du jetzt noch dran, ne? Da bin ich jetzt gerade am Wickeln. Und dann könnt ihr gleich eine neue annehmen. Wollen wir weiterhin Graus-Mission machen? Ich würde mal noch Feld 22 annehmen. Das ist Silage, eine Heu-Mission. Wir haben noch eine Silage, wäre noch da. Wir können auch die machen. Wichtig ist nur, dass alle Leute was zu tun haben. 7000. Können gerne diese Silage bald machen, mir ist egal. Mir was? Generell auch. Also. Weiß irgendjemand, wo Schweizer hingeht? Ist einfach der Fett genommen, ist einfach weggefahren. Der Schwader steht hier. Man weiß es nicht, wohin er ist. Bitte? Er braucht den Frontlader. Achso. Ich warte 66. Ja, irgendwann muss ich ja noch hierher kommen, die Zeug mitnehmen, ne? Ich kann nicht. Voll bepackt hier, ich kann nicht Presse, Zetter und Schwader mitnehmen, das geht dir nicht aus. Nee? Nee, wie? Packen aufs Dach? Ja, wenn wir einen B-Tag. Nee, klar. Natürlich. Das wäre doch nicht noch eine schöne Mission da, die mir ins Auge sticht. Ins Auge? Dann sag doch welche, dann wissen wir alle, wovon du redest. Die ist ja Mission für 13.000. Hi, Andi. Brauchen wir da den dicken oder geht da der JCB? Ich glaube, dass wir fast den dicken nehmen sollten. Was, Kobon? Oder sehen? Sehen Mission. Nimm den dicken. Der JCB, der geht in Knie. Ja, können wir machen, wenn wir jetzt hier die Grasmission fertig haben. Man könnte dann ja rein theoretisch mit dem Fendt auch nochmal die Ballen verladen. So, was haben wir gesagt? Wir brauchen von den Silageballen 3 Stück, oder? Ah, von Heuballen. 3 Stück haben wir ausgerechnet. Ich glaube 12.000 Liter. 2 wird grad so nicht reichen. Mit 3 mit. Oh, leck. Oh, ja, leck. Also es hat sich so ein bisschen jetzt... Was grinst du jetzt schon wieder? Ach, Segel versucht sich mit mir anzulegen. Okay. Es hat sich jetzt so ein bisschen aufgeklärt, ne? Also das von Team Darky war kein Bug-Using. Die haben das wohl so gemacht, dass da mehrere Anhänger zur Auswahl standen, mit Überladerohr und so weiter, deswegen an den Kategorien und so weiter und so fort. Das ist wohl safe. Genau, einer war Kipper und einer war Überlader. Genau. Und dann war es, glaube ich, auch so, ich habe das nicht ganz gesehen, aber ich glaube, das war so, dass die Dreschermission abgebrochen haben. Also in der letzten Folge war sie noch nicht abgebrochen. Ja, aber ich glaube, sie haben darüber gesprochen, aber ich glaube, Ducky wollte das dann irgendwie zum Schluss machen und so weiter, aber man müsste sich angucken, wie sie das jetzt gemacht haben. Das wird man dann heute sehen, also. Vielleicht spekulieren sie aber auch darauf, weil ich glaube, sie hatten 80%. Dass sie mit einer weiteren Dreschmission beide Missionen bedienen können, weißt du? Mhm. Vom Korn her. Vielleicht ist das nochmal eine Variante. Wir werden das beobachten. Müsste nur mal ein bisschen gucken. Weiß nicht, was die Geld hatten. Unter 5.000. Die müssen abgegeben haben. Minus 11.000 Euro. Oh ja, dann haben sie abgegeben und Strafe kassiert. Eine schöne dicke Strafzahlung geht. Minus 12.000. Boah. Ja, das ist dann leider. Hallo. Du musst den Ding jetzt ein bisschen schieben, den Schwader. So, es ist fertig gepresst hier. Man könnte die Heuballen abgegeben haben. Ja, ich muss gerade vom Hof zu einem Abladepunkt. So, ich nehme Presse mit, Wender mit, aber mehr schaffe ich nicht. Diese Lascheballen sind schon fertig gepresst. Ja, bring hier. Tipp top. Ich will mich sputen, dass ich hinterherkomme. Was bist du denn noch so langsam weiter? So, wo ist denn die nächste Mission? 66, ne? Ja. Was? Ist das Heu, glaube ich, ne? Nee. Ist die Lasche? Ja, gut. Wir bräuchten da nochmal jemanden, der schwadet, ne? Ja.
66 haben wir wo? Ah, das ist tatsächlich gar nicht weit weg. Oder habe ich jetzt richtig geguckt? Ich habe falsch geguckt. Aber ich muss jetzt da mal ja auch mal ein bisschen so eine Lanze brechen. Oh nein. Trotzdem, dass es bei denen mit dem Anhänger in das Wasser setzen und mit dem Strafzahlungen geben war als bei Team Darky, gab es kein Mimimi. Es wurde nicht drum gemeckert, ob man da irgendwie das rausholen kann oder wie auch immer. Naja, das haben sie wahrscheinlich gewusst. Also wir spielen halt hier eine Challenge, ne? Ja. Wir spielen ja nicht, streichelt jemand mal den Pumuckl. Das machen wir nicht. Nee? Das muss man auch... Ja, du hast es nicht verstanden, Patti, das weiß ich, aber... So prinzipiell... Was soll denn das jetzt schon wieder? Hast du heute wieder falsche Sachen geschnüffelt oder was? Nee. Muss ich einfach mehr kritisieren, ist in den Kommentaren gestanden. Du machst viel zu viel Unfug hier. Ich mach zu viel Unfug? Oh ja. Ich arbeite sauberer als Upsis, du, mein Lieber. Viel an der Seite liegen. Nee, du, das war auf dich bezogen, nicht auf mich. Du bist so schlampig beim Arbeiten. Nee. Doch. Da sehen die Zuschauer schon ganz richtig. Nee, ja, dass du schlampig arbeitest, nicht ich. Aber es ist ja okay, du warst krank, Patti, das kann jeden Fall, ne? Eine Bahn mit und wir hier mit dem Schmetterling gleich mal so ein bisschen mehr. Naja. So, komme ich hier rüber? Also, der Ding war wirklich eine super Entscheidung. Der neue Anhänger. Wer hat das ausgerechnet von den Ballen? Warum? Was ist hier recht? Wie, weiß nicht reicht? Ich bin am falschen Punkt. Oh, Andi. Ich hol noch mal drei. Ich hoffe, wir haben noch drei, Andi. Wir haben noch drei, ich hoffe, wir haben noch drei. Aber erst mal kritisieren, ne? Hallo. Hallo. Wo musst du denn her? Ich muss umdrehen, warte. Lass mich ganz kurz. Ja? Ich bin am falschen Punkt. Oh. Du hast den Banner gemacht. Ich hab den was? Nicht du. Andi hat den Werner gemacht. Warum? Weil du das so schon ein paar Mal falsch gekriegt hast, den falschen Abladepunkt zu fahren. Oh ja. Ach, jetzt halt nicht so. Ich bin nicht so. Nein. Ich hoffe wirklich, dass das noch drei Ballen zu landen. Das hoffe ich auch, Andi. Sonst sehe ich jemanden schon mit den Händen das restliche Gras aufsammeln am Feld. Können wir beim Team Darky oder Team Bells fragen, ob die voll übrig haben. Das wäre der Super-GAU jetzt. Ja, super gab es jetzt auch, wir müssen mal bei dem Feld, wo du jetzt gerade bist, einen Heuball rauslassen. Ja, ich bleib bei Super-GAU. Ich würde es nicht im Rahmen halten. Du musst das Drama hochhalten. Hat die Brauchbeschriftungsdinger, weißt du? Der Schweizer ist gerade am Hof, der wird wahrscheinlich schon wissen, wie viele noch da sind. Aber er sagt uns nicht. Natürlich sagt das nicht. Folge wir heute, Andi, du bist falsch. Oder so. Ja, da muss mehr Drama rein, Patti. Ich kann ja schlecht sagen, Andi, du... Nein, du darfst nicht persönlich werden. Du musst das einfach auf die finanzielle Ebene stellen. Warum, Andi? Warum? Das ist schon wieder... So einen Folgentitel hatten wir schon, Andi. Ach so. Warum, Andi, warum? Das war, wo du dich beim Verfangen hast. Ach so. Weißt du, sowas wie großer Fehler und bla 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 irgendwie. Einfach nur, damit die Leute sagen, uiuiui, was denn da passiert? Da muss ich rein. Das ist Clickbait. Es ist die Wahrheit, wenn es nicht klickt. Also, ne, wenn es passiert. Ja, richtig ärgerlich. Jetzt muss ich nochmal hier runter. Ah, das ist natürlich schlecht. Habt ihr mit dem Beta Kalk gestreut? Ja, wieso? Der ist hinten ganz weiß. Das ist Schnee. Ja. Mhm. Haben wir genügend. Also Andi und ich wissen, wie Schnee aussieht. Ich ja. Auch, bei mir liegt es auch genug vor der Haustür. Bei uns hat es genauso geschneit. Aber nicht ganz so viel wie bei euch. Sind noch zwei. Aber sieht gut aus. Der Zug aus Hohenau ist jetzt mal über die Grenze gekommen. Das ist schon mal ein Passau. Habt ihr das gehört? Es sind zwei. Du hast es zwar leise gesprochen, damit keiner hört, aber es sind zwei, Andi. Wie viel Liter müssen wir da abgeben? Mit ein bisschen Glück wird es reichen. 12.000, wie viel waren das? Dann muss es reichen. 12.000 ungefähr.
11.700. Und ich habe 13.000 dabei. Ja, das passt. Puh. Machst bitte die richtig. Ja, einmal durchatmen. Ja, Dennis noch mit, bin ich fertig. Ja, wir haben nur noch kein Schwad am Feld, hey. Soll ich den mal holen? Aber ja, ich weiß besser wäre. Mit den Gerätschaften. Bitte? Gut, dass wir vorhin was besprochen haben und ich bin wieder der, der wieder am langsamsten ist. Immer. Ich lasse den mal hier fix am Feld stehen, ne? Wenn Platz ist, jo. Ja, ich habe hier schon eine Ecke gefunden, wo ich das verstecken kann. Okay, das heißt, ich brauche keinen Heuball machen, sehr gut. Ne, kannst du durchballern. Unsere Silageballen haben 93%. 93, dann müssen wir heute auch nochmal... Ich hoffe, die werden heute fertig. Die werden heute fertig, ja. Ich hoffe wirklich. Müsste sich mal irgendwie, wenn man mal richtig viel Zeit hat, ausrechnen, wie viel Prozent die pro Stunde schaffen. Kann ich nicht wieder irgendwo auslesen? Schweizer oder so? Ja, bestimmt. Party! Ja. Der Schweizer spricht heute nicht. Ja, jetzt muss ich erstmal zurück zu dem anderen Feld. Wo ist denn hier die Einfahrt? Auf der anderen Seite. Na dol. Ist hier unten. Komme ich da hin? Na hier. Ja, natürlich. Achso, da geht eine Straße runter, ne? Mhm. Na gut, ich erwerbe Zeit. Was steht denn bei Feld? Achso. Alles gut. Ich wollte schon fragen, was da steht von uns, aber... Das ist der Schwader. Der Schwader. Ich muss ja mal die Filmreife Kehrtwende machen hier. Bin vielleicht falsch abgebogen. Ist hier eine hier ist eine Straße, guckst du ja. Und diese hohen Büsche, siehst du dieses halbe Zeug nicht hier? Mhm. Achtung. Achtung. Nee, ganz schlecht. Du musst einen kleinen Wendekreis nehmen. Ja, das schaffst du, Party, komm jetzt. Jetzt kein Drama draus machen. Alles guck gut. Mal, easy. Ach, so, dass der Zaun im Weg war. Ja, da ist immer im Weg. Würdet ihr die Map nochmal für die Challenge nehmen? Mhm. Eher nicht, ne? Mit den Einfahrten und zwei da ist nicht so optimal. Also das ist tatsächlich das größte Kriterium, finde ich, die Einfahrten. Ja, die Einfahrten. Links im Verkehr und so weiter, das kann ganz lustig sein. Ja, und einer weiß und andere nicht. Weg oder so. Ja, ja, das geht irgendwie alles, aber die Einfahrten sind's halt. Alter, ich hab... Vor allem für die Größe. Wenn du jetzt mal denkst, später mal mit größeren Fahrzeugen, wird interessant. Du kannst ja gerne Dennis beobachten jetzt in der Zeit, wo ich den Schwader hole, weil dann kannst du mal den Leuten zeigen, wie man es nicht macht. Du bist nicht so. Ach du, ich hab mir das laut überlegt. Das brauchen wir den Leuten nicht zeigen, sondern einfach bei Dennis vorbeigucken. Ja, deswegen. Und Dennis nimmt auf. Also von dem her. Also, ja. Videobeschreibung aufmachen, auf Dennis klicken und läuft. So, da ist Dennis und Ralle. Guck mal, ich kann sie beobachten. Besser als Kino, ne? Mhm. Also Ralf fährt zickzack, damit er mehr Schwaden mitbekommt, glaube ich. Ach ja, die haben hier immer noch keinen Schwader. Das ist auch komisch. Hat der Klaas keine Fronthydraulik? Doch, die müssen wir ein bisschen zu konfigurieren. Kostet aber extra Geld. Weil die fahren jetzt hier mit zwei Schlepper in einem Arbeitsschritt. Also man könnte doch theoretisch das Frontmähwerk an die Front hängen und den Schwader, also den Wender hinten dran. Mhm. 105 ist... Mach ich, beruhige dich. Ja. Gisela, bleiben Sie ruhig. Ja, ehrlich mal. Tief durch die Hose atmen. So, dann wolltet ihr jetzt haben die Grube... Nee, die Seemission, wenn die doch da ist natürlich, ne? Aber nur, wenn sich das ausgeht von der Arbeit her und so. Wenn ich dann Seemission oder einer Seemission macht... Wie das dann mit den Armen der Arbeit aussieht, nicht, dass keiner Arbeit hat dann. Naja, sagen wir so, also wir brauchen 2000 Liter Saatgut, das ist überschaubar, 13.000, die Maschinen haben wir, ich würde schon machen. Das Schwäbisch-Schweiz ist jetzt gut beschäftigt erstmal mit. Ja, wir haben jetzt noch das andere Feld, das wir aufräumen müssen, also es geht sich aus. Dann nimm sie an. Okay. Hafer? Ja, zur Not können ja zwei Leute noch, wenn es ist, nochmal eine Ballmission machen. Oh, ich habe sie angenommen und sie ist verschwunden. Kann passieren. Okay. Dann nehmen wir sie nicht an.
Dann nehmen wir es nicht an. 13.000 Euro Zuckerrohrmission, nehmen wir auch nicht an. Können wir nicht. Können wir nicht. Dann nehme ich die 22 an mit. Hoi. Hoi. Ist die Gruppermission noch da? Sind auch Gruppermissionen da. War auch eine große dabei, oder? 6.300 ist die größte. Ja, nee. Okay, dann nehmen wir nichts an. 8.000 ist noch eine Minute, vielleicht kommen dann neue. Ja, wir sind aber erstmal fertig für heute, meine Damen und Herren. Herzlichen Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Tschüss.